Unsere Geschichte beginnt in Frankreich, im Herzen der Auvergne und der Wälder des Zentralmassivs, in einer intakten Natur, wo Mathieu und Thomas, beide Anfang 30, eins davon geträumt haben, nie ganz erwachsen zu werden. Viele von uns haben Hütten gebaut, als wir jünger waren. Das steckt uns in den Genen. Damals hätten viele auch gerne in Baumhäusern geschlafen. Als wir 20 waren, hörten wir davon, dass es Leute gibt, die hauptberuflich solche Baumhäuser bauen. Und sie brachten sogar Leute dazu, darin zu schlafen. Da dachten wir uns, das wollen wir auch machen. Mathieu und ich kennen uns seit mehr als 20 Jahren. Wir haben uns in der Schule kennengelernt und waren dann viele Jahre bei den Pfadfindern. Wir wurden beste Freunde, haben im Wald gespielt, Hütten gebaut. Vor einigen Jahren beschlossen Thomas und Mathieu, das Abenteuer zu wagen und professionell Baumhäuser zu bauen. Parallel dazu erschufen sie ihr erhöhtes Musterdorf im Wald von La Stelle, wenige Kilometer von La Tour d'Auvergne entfernt. Der Wald hier ist wunderschön, denn er wird regelmäßig bewirtschaftet. Die Bäume stehen nicht zu eng und es gibt nicht nur Nadelhölzer, sondern auch viele Buchen und Birken. So haben wir einen schönen Mischwald mit unterschiedlichen Farben je nach Jahreszeit. Es ist nicht so dicht und düster wie in einem gepflanzten Tannenwald. Hier haben die Bäume Platz und mit den Laubbäumen ergibt es einen richtig schönen Mix. Mathieu und Thomas haben gerade ihr fünftes Baumhaus fertiggestellt. Wie die anderen wurde auch dieses nicht einfach irgendwo aufgebaut. Der Standort der Baumhäuser im Wald ist das Wichtigste. Es geht vor allem darum, gesunde Bäume auszuwählen, die stark genug für so eine Hütte sind. Dann müssen wir sie so auswählen, dass die Leute nicht die anderen Baumhäuser im Blickfeld haben. Sie werden so ausgerichtet, dass die Leute sich vorkommen, als wären sie ganz allein, als hätten sie ihr eigenes Stück Wald. Dieses Baumhaus sollte etwas Abenteuerliches haben. Deshalb muss zuerst eine 30 Meter lange Brücke überquert werden. Dann führt eine Falltür mit Gegengewicht direkt ins Baumhaus. Wir haben hier eine viereckige Hütte gebaut in der Form eines Zeltes, mit zwei sehr großen Dachflächen und sehr niedrigen Wänden, die nur einen Meter hoch sind. Innen gibt es ein Halbgeschoss, ein Bett unter dem gebogenen Dachstuhl. Ziemlich einladend. Es erinnert uns an die Zeltlager unserer Kindheit. Wir haben viel in Zelten übernachtet. Nun haben wir eben ein festes Zelt. Dieses Konzept liegt seit einigen Jahren im Trend. Immer mehr Menschen wollen Baumhäuser bauen, andere darin übernachten lassen oder selbst darin wohnen. In Frankreich sind wir da Vorreiter. Auch woanders entstehen sehr innovative Konzepte, doch das sind meist Einzelprojekte eines Architekten oder etwas in der Art. Hier in Frankreich ist die Sache inzwischen weit verbreitet. Das ist schon etwas Besonderes. Das ist unser neuestes Baumhaus. Es hängt 6 Meter über dem Boden, die Terrasse darüber 10 Meter. Es ist etwas größer als ihres und für Paare gedacht. Das ist das erste, das wir gebaut haben. Es ist 7,60 Meter über dem Boden, mit Zugang über die Treppe. Es ist ziemlich groß und bietet Platz für 4 Personen. Und hier ist ihres. Es ist das Höchste und Entlegenste. Sie werden also ihre Ruhe haben, so wie in allen Baumhäusern. Hier ist niemand drumherum und sie sehen die anderen nicht. Hier hängen wir die Essenskörbe dran für das Frühstück. Oben ist eine Sperre und eine kleine Glocke. Wenn wir das Essen bringen, klingeln wir kurz. So, ein bisschen lauter. So kommen wir nicht hoch und stören sie und sie wissen, dass das Essen unten hängt. Die Brücke.
Auch hier haben wir eine Falltür mit einem Gegengewicht. So ist sie leicht zu öffnen und fällt Ihnen nicht auf den Kopf. Wenn Sie oben sind, gleich die Falltür wieder schließen. Sonst kann es zu einem bösen Sturz kommen. Wir könnten fallen. Das sind die wichtigen Details. Wir stehen hier auf der Terrasse in 12,60 Metern Höhe. Das hier ist der König des Waldes, unser schönster Baum. Er ist 200 Jahre alt und selbst in 13 Metern Höhe immer noch sehr dick und beeindruckend. Dort oben hast du das Gefühl, dass die Welt dir gehört. Ein Gefühl von Freiheit. Thomas und Mathieu liegt viel daran, die Bäume und ihre Umgebung zu respektieren. Wir achten darauf, dass sich unsere Baumhäuser gut in die Natur einfügen. In diesem Wald gibt es nur ein paar Wanderwege und Skiläupen. Wir wollen diesen Raum auf keinen Fall verschandeln. Deshalb greifen wir beim Bauen auf Nadelholz aus der Gegend zurück. Den Baum stören wir sowieso. Wir laden ihm ein Gewicht auf, lassen Menschen auf ihm herumklettern. Wir wollen den Baum dabei möglichst wenig beeinträchtigen. Wir bauen Baumhäuser aus Holz, so wie man sie sich vorstellt. Wir arbeiten nur mit französischem Holz, mit dem PEFC-Siegel, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und unbehandelt ist. Das ist zwar teurer als Holz aus Rumänien, Weißrussland, Russland oder Finnland, aber es gibt genug einheimisches Holz und wir wollen unsere CO2-Bilanz beim Transport gering halten. Wir bevorzugen langlebige Baumarten, die widerstandsfähig sind gegen Insekten und Pilze. Das sind vor allem Douglasie und Lärche. Aber auch die schwerere Kastanie. Krummes Holz verwenden wir für Treppen- oder Terrassengeländer. Die Dächer sind mit Holzziegeln gedeckt. Wir arbeiten mit gespaltenem Kastanienholz. Das ist teuer, doch da dessen Fasern nicht durchtrennt sind, fließt das Wasser besser ab und dringt kaum ins Holz ein. Diese Ziegel halten sogar länger als klassische Ziegel. Neben den 5 Baumhäusern ihres Dorfes in der Auvergne haben Thomas und Mathieu bereits über 40 Häuser in ganz Frankreich gebaut. Unter anderem in der Gemeinde La Motte-Chalancon im provinzialischen Departement Drôme. In diese wunderschöne Gegend hat sich schon so mancher unsterblich verliebt. Hier will ich leben, hier will ich sterben, weil ich diesen Ort liebe. Diese Landschaft ist magisch, sie ist wie Medizin. In ihr steckt wahre Weisheit, es tut wirklich gut, die Natur zu entdecken. Michel hat sich vor 12 Jahren hier niedergelassen. Im Laufe der Zeit hat er auf mehreren Hektar Land mit Wald- und Wasserläufen eine ökologische Schutzzone erschaffen, in der die Reisenden verschiedene ungewöhnliche Behausung erwarten. Tipis, Jurten, Wohnwagen und ein Baumhaus. Ein Ort zur nachhaltigen Erholung, vor allem aber der Versuch zu beweisen, dass der Mensch in Harmonie mit seiner Umwelt leben kann. Es ist eine ökologische Schutzzone. Deshalb habe ich eine Trockentoilette und eine Pflanzenkläranlage. Die Menschen wollen hier in der Natur umweltfreundlich neue Energie tanken. In diesem magischen Universum hat Michels Baumhaus einen ganz besonderen Platz. Das Baumhaus ist noch schöner, als ich es mir erträumt hätte. Ich habe es mitentworfen. Die Tür zum Beispiel stammt von mir. Sie haben die äußere Struktur gebaut und ich das innere. Ich nenne es Cabarbre sur Pilotin, also Koboldhaus auf Pfählen. Thank you.
Ich wünsche mir, dass dieser Ort auch Künstler sowie Musiker oder Sänger inspiriert, dass sie sich hier erholen oder kreativ sein können. Ich träume davon, dass sie neue Energie tanken und sich von dem Baumhaus, der Jurte und der Natur inspirieren lassen können. Jean-Marc, ein befreundeter Musiker, ist vorbeigekommen, um an diesem besonderen Ort auf der Geige zu improvisieren. Das hier hat etwas Keltisches mit all den Kobolden, dem ganzen kleinen Volk von Naturwesen. Sie sind alle im Baumhaus in Form von kleinen Figuren dargestellt. Sie sind aber auch wirklich anwesend. Allerdings für mich und die Kamera leider unsichtbar. Und in dieser Umgebung, mit dem ganzen Holz und der Geige, verständigen sie sich bestimmt, reden und fachsimpeln miteinander. Als wir all die Behausungen hier gebaut haben, habe ich die Geister der Natur gefragt, ob sie damit einverstanden sind. Auch bei dieser Hütte haben wir die unsichtbaren Druiden gefragt. Hätten sie Nein gesagt, hätte ich sie nicht gebaut. Anfangs haben sie gezögert, aber dann haben sie zugestimmt. Und inzwischen ist dies die Sagrada Familia der Kobolde. Sie schwirren herum und lieben es hier. Michel will daran glauben, dass das Baumhaus und das ökologische Schutzgebiet die Macht haben, den Blick der Besucher auf die Welt zu verändern. Immer mehr Menschen möchten ihr Leben verändern. Wenn sie hierher kommen, verändert sie das. Sie gehen mit einem Strahlen. Das Baumhaus ist wundervoll, mir kommen fast die Tränen. So sehr berührt mich seine Schönheit und die Menschen lieben es. Baumhäuser sind keine ewig währenden Organismen, auch wenn sie oft sehr beständig sind. Für Mathieu ist es auch wichtig, seine eigenen Bauten zu pflegen. Zusammen mit seinem treuen Tischler und Zimmerer Jérémy ist er in den lothringischen Teil der Vogesen zurückgekehrt, wo sie vor 2 Jahren eine sehr untypische Hütte gebaut haben, die zu seinen Liebsten gehört. Erste Zwischenstation ihrer Reise? Das Sägewerk in Saussure-sur-Moselotte. Mathieu und Jérémy kaufen hier das Holz für die Wartungsarbeiten am Baumhaus. Im Herzen des Skiorts La Bresse finden sich verschiedene ungewöhnliche Behausungen, nicht zuletzt diese architektonische Glanzleistung. 3 Baumhäuser, die in der Luft zu hängen scheinen. Wir hängen uns aus dem Fenster und verstärken auch das Äußere. Wo das ganze Gewicht liegt? Ja, der Schnee hat nichts verrückt, aber da es sich hier etwas verformt hat, machen wir es sicherheitshalber. Sicherheitshalber. Fürs Erste erledigen Mathieu und Inhaberin Jocelyne die anfallenden Arbeiten an der Struktur. In dem Ensemble sind die Wünsche von Jocelyne und ihrem Mann sowie das Know-how von Mathieu und seinem Team vereint. Wir haben uns die Konstrukteure ausgesucht, die uns am besten gefielen. Zu Mathieu hatten wir sofort einen sehr guten Draht. Wir wollten zusammen etwas schaffen, das anders ist, etwas Magisches. Wir wollten etwas Verrücktes. Die Idee war, mehrere Ebenen zu haben. Es ist ein Triptychon, also 3 Häuser. Eins hängt 14 Meter hoch, das zweite 12 und das dritte dazwischen. Jedes Haus hat mehrere Stockwerke. Es ist eine Art hängendes Labyrinth. Von einem Haus führt eine Treppe nach unten, eine andere nach oben. Weiter oben gibt es eine Hängebrücke, dann wieder eine Treppe und ein weiteres Haus. Danach noch eine Treppe und sie sind wieder im anderen Haus. Sie sollen Spaß haben, sich in der Luft in den Häusern verlaufen. Der Winter in La Bresse war rau. Mathieu und Jérémy müssen einige Teile der Struktur, die das Gewicht der Schneemassen tragen mussten, verstärken. Dazu müssen sie auf das Holz hören.
Das Holz bewegt sich, es lebt, es quillt auf, zieht sich zusammen oder trocknet. Und wenn es sich bewegt, bewegt sich die Struktur mit. Erst recht in einem Baum, einem lebenden Träger. Wir haben ihn mit dem Haus eingeengt und er reagiert darauf. Das Haus und der Baum müssen überwacht werden. Wir müssen ihn jedes Jahr begutachten lassen und eingreifen, wenn es ihm nicht gut geht. Es ist wie ein kleines Haus. Zuerst bauen wir die Struktur, dann die Plattform, danach die Wände und das Dach und die Türen im Inneren. Wir machen die Tischlerarbeiten und lichten auch den Baum aus. Für diesen Beruf braucht es Leidenschaft für Holz und Bäume. Er beansprucht einen aber auch. Wir arbeiten in ganz Frankreich und sind nicht oft zu Hause. Außerdem sind wir immer draußen, bei Regen, Schnee und Wind. Unser Antrieb, immer wieder woanders Häuser zu bauen, ist der Wunsch, jedes Mal etwas Ungewöhnliches zu schaffen, der Kreativität keine Grenzen zu setzen und am Ende die träumen zu lassen, die in den Häusern schlafen. Man muss es lieben, gute Arbeit zu leisten und Menschen träumen zu lassen. Da ist er glücklich. Er liebt es, hängend an der Struktur zu arbeiten. Das ist sein Ding. Juscelin teilt Mathieus Traum, vor allem bei der Inneneinrichtung der Baumhäuser. Wer das Baumhaus betritt, soll sagen, das ist ja magisch. Es sollen schon Baumhäuser sein, aber keine kleinen, spartanischen Hütten wie bei Robinson Crusoe. Es muss mehr sein. Um uns von anderen Hüttendörfern abzuheben, haben wir ein großes Dorf gebaut. Aber wir wollten den Traum auf die Spitze treiben. Also haben wir eine andere Stimmung geschaffen, eine andere Geschichte und eine andere Ausstattung, bis ins Detail. Wie bei allen anderen Hütten stellt sich die Frage, wie lange sie Wind und Wetter standhalten werden. Wir haben erst 10 Jahre Erfahrung mit Baumhäusern. Aber wenn die Bäume mitmachen, könnten sie 20 oder 30 Jahre halten. Im Norden der Dordogne zwischen Limousin und Périgord haben Olivier und seine Familie alles hinter sich gelassen, um ein neues Leben mitten in der Natur zu beginnen. Das gelang unter anderem dank ländlicher Solidarität. Als wir das gekauft haben, gab es nur eine Scheune. Wir haben unsere Sachen erstmal bei den Nachbarn untergestellt. Wir kauften eine Sense und alle schauten uns zu, wie wir die Büsche entfernt haben und lachten sich kaputt. Irgendwann holte einer seinen Traktor und nach einer halben Stunde war der Platz frei. Wir sind hier in einer sehr netten Ecke. Urlauber werden nach einem Jahr von den Kassiererinnen im Supermarkt wiedererkannt. Sie sind keine Fremden mehr. Die Stimmung hier ist einfach toll. Wir haben eine hohe Lebensqualität in der Dordogne. Olivier hat in der Dordogne nicht nur eine hohe Lebensqualität gefunden, sondern auch eine Inspiration für sein Berufsleben. Sowie einen passenden Partner für die Umsetzung. Ich habe mich intensiv mit dem Baumhaus beschäftigt und hier in der Gegend eine Firma gefunden. Ich hatte selbst Skizzen angefertigt, aber sie hatten etwas detailliertere Baupläne. Wir haben den Vertrag unterschrieben und das Abenteuer ging los. Vor 7 Jahren stand dann das erste Baumhaus. Dank dieser Zusammenarbeit konnte Olivier seiner Fantasie bei der Gestaltung seiner Hütten freien Lauf lassen.
Alle meine Baumhäuser haben ein eigenes Thema. Eines ist Indien gewidmet, ein anderes Japan. Das beeinflusst ihre Form, ihr Mobiliar, ihre Farben und ihre Gerüche. Sie sind alle unterschiedlich. Ich versetze mich immer in den Urlauber hinein. Ich will etwas anderes als ein Hotelzimmer, mehr als eine schöne Ferienunterkunft. Und Olivier hatte eine neue Idee. Ich wollte kein ganzes Baumhaus, sondern nur ein Schlafzimmer mit Blick in den Himmel. Am Boden gab es bereits kleine Bauten mit Panoramadach. Da dachte ich, warum sollte das nicht auch mit einer Kugel inmitten der Bäume gehen? Ich habe Remy davon erzählt, der selbst schon an etwas Ähnlichem arbeitete. So wurden die Lovni oder Liebesnester geboren. Seltsame kugelförmige Baumhäuser, die in den Bäumen hängen. Wie Hochsitze zwischen Himmel und Erde. Wir haben im ersten Jahr gleich 3 Stück gebaut und ein viertes das Jahr darauf. Ich wollte keine Holzterrasse, weil das die Landschaft und auch das Spielerische an den Kugeln zerstört hätte. Also habe ich mir das mit dem Netz ausgedacht. So haben die Leute eine Terrasse und können die Natur genießen. Die Leute sind in die Natur integriert. Bei Hagel kriegen sie die Körner ab, bei Blitz haben sie ein Feuerwerk. Der Sternenhimmel gehört ihnen. Sie können den Vollmond verfolgen. Schlafen können sie natürlich auch, aber sie sind in die Natur integriert. Sich etwas auszudenken und es umzusetzen ist super. Aber man muss es auch ausprobieren. Wenn die Gäste abgereist und die nächsten noch nicht eingetroffen sind, lege ich mich ins Netz und mache ein Nickerchen. Dann fühle ich mich wie ein König. Es ist erholsam. Die Stadt ist weit weg mit ihrer Müllabfuhr, den Rollern, den Hupen, den Bussen. Hier gibt es einfach viel weniger Stress. Ein Ortsname hier in der Gegend lautet übersetzt Angst. Ich bin also ein Angstler. Klingt lustig, denn wenn alle so viel Angst hätten wie ich, bräuchten viele Leute keine Medikamente mehr. Im Süden des Departements Dordogne entstehen die Lovni in der Werkstatt Ni-Percher von Remy. Der ausgebildete Zimmermann ist nun Unternehmer. Eine veritable französische Erfolgsgeschichte. Ni-Percher gibt es jetzt seit 10 Jahren. Am Anfang war ich allein. Inzwischen habe ich 30 Angestellte. Wir bauen 4 Baumhäuser im Monat in ganz Frankreich und darüber hinaus. Ni-Percher erledigt alles selbst, von der Entwicklung bis hin zum Aufhängen der Hütten. Zunächst werden die Holzelemente im Sägewerk zugeschnitten und dann in den verschiedenen Werkstätten zusammengesetzt. Das Holz stammt im Wesentlichen aus der Umgebung. Wir sind auf die Herstellung ungewöhnlicher Behausungen spezialisiert. Baumhäuser, hängende Häuser, Häuser auf Pfählen oder Hausboote. Das Konzept für Lovni, für die Kugel, haben wir selbst entwickelt. Sie fügt sich wunderbar in die Natur ein. Wir arbeiten auch an vielen neuen Konzepten, um alle möglichen Wünsche nach ausgefallenem Wohnen zu erfüllen. Bisher haben Remy und seine Teams etwa 2 Dutzend dieser originellen Kugeln gebaut und aufgehängt. Das Konzept überzeugt immer mehr Menschen, die das Gefühl von Schwerelosigkeit schätzen. Das entspricht ganz der Vision, die Remy vom Häuserbau hat.
Unser Ziel ist es, immer einzigartige Häuser zu liefern. Ich habe keine Musterpalette, aus der sich der Kunde eines aussucht. Wir passen uns dem Baum und den Wünschen des Kunden an. Es ist immer einmalig. Wir haben inzwischen über 350 Hütten gebaut und somit große Erfahrung darin. Je nachdem, was sich der Kunde wünscht, bringen wir unsere Ideen ein. Dazu haben wir in der Firma eigene Zeichner. Und dank der Entwicklungsabteilung können wir neue Konzepte, neue Projekte anbieten. Wir haben schon vieles umgesetzt und haben noch viele Ideen. Wir schauen immer nach vorne. Après maintenant, faut toujours être imaginatif et aller de l'avant. Nach vorne schaut Rémy auch mit dieser verrückten Idee. Er hat einige bekannte Schlösser des Périgord als Baumhäuser nachgebaut. Auf einem ehemaligen Gutshof gibt es nun die Schlösser Les Milandes, Hautefort und Montbazillac als erhöhte Miniaturversionen. Dazu hat Rémy ein viertes fiktives Schloss entworfen. Eine architektonische Herausforderung, die Rémy mit Bravour gelöst hat. Mich hat vor allem die architektonische Komplexität des Projekts gereizt. Als Zimmermann mag ich die Arbeit an Dachstühlen. Wir wollten mit diesem Projekt etwas sehr Hochwertiges schaffen. Ein Schloss passt gut zu diesem Konstruktionsstil. Unsere Baumhäuser entsprechen den Normen für Häuser mit Holzkonstruktion. Die verwendeten Baumarten, Douglasie und Lärche, sind witterungsresistent und brauchen keine Behandlung. Sie halten über 30 Jahre. Das sind richtige kleine Häuser aus Holz. Wir haben Anfragen aus Italien, Spanien, Kanada. In Frankreich gibt es inzwischen ziemlich viele Baumhäuser. Und das sorgt in anderen Ländern für eine Art Schneeballeffekt. Wir fahren von Stockholm aus 1000 Kilometer nach Norden. Mitten im schwedischen Lappland liegt das Tal des Luleflusses, ein friedliches Stückchen Erde am Ende der Welt. Am Rande der Autostraße 97 steht die kleine Familienpension von Britta und Kent. Eines Tages ändert ein Film ihr Leben. Ein Freund aus Stockholm kam hierher, um einen Dokumentarfilm mit dem Titel Baumliebhaber zu drehen. Er hat zwei Sommer hintereinander hier gefilmt. Damals hatten wir noch nicht viele Besucher. Nach den Dreharbeiten haben wir angefangen, das Baumhaus, das er für seinen Film gebaut hatte, an Touristen zu vermieten. Das kam sofort sehr gut an. So kamen Britta und Kent auf die Idee, ein neuartiges Hotel zu eröffnen. Auf Führungen erzählt Kent von der Entstehung des Projekts. Nach dem Film haben wir darüber nachgedacht, eigene Baumhäuser zu bauen. Wir hatten bereits den kleinen Gasthof und wollten uns vergrößern. 2008 lernte ich im Angelurlaub in Russland ein paar Architekten kennen, denen ich von dem Projekt erzählte und vorschlug, Häuser zu entwerfen. Fünf Architekten haben sich dann den Ort angesehen und den Auftrag angenommen, einzigartige Hotelzimmer zu schaffen. Diese Hütte haben wir 2010 als eine der ersten aufgehängt. Sie bietet Platz für zwei Personen. Sie hängt an diesen vier Kiefern und ist etwa 7 Tonnen schwer. Aber jeder dieser Bäume kann bis zu 20 Tonnen tragen. Ein Baum? Ja, bis zu 20 Tonnen. Ich mag den Außenraum gern. Ja, die Terrasse. Etwa 3/4 unserer Besucher kommen aus dem Ausland, der Rest aus Schweden. Die meisten kommen aus England. Ja, sie kommen von überall her. Und für viele ist der Hauptgrund für ihre Reise nach Schweden ein Aufenthalt im Tree Hotel. Der Höhepunkt der Besichtigung ist sicherlich der Mirror Cube. Eine 4x4 Meter große, komplett verspiegelte Struktur, die ihre Umgebung absorbiert, um besser mit ihr zu verschmelzen. Müssen Sie im Winter das Dach vom Schnee befreien? Ja, dafür haben wir die Wände in 5 Jahren nicht einmal gereinigt.
Schauen wir mal hinein. Die Leute kommen aus Neugier, weil sie den Aufenthalt in einem Baumhaus spannend finden. Aber wir haben ja auch etwas erschaffen, dessen Design und Architektur einzigartig sind. Auch das interessiert sie sehr. Im Tree Hotel kann man sogar eine oder zwei Nächte lang ein schwebendes, unbekanntes Objekt erleben. Die Leute kommen auch hierher, weil sie wissen, dass sie eine außergewöhnliche Erfahrung machen werden. Ganz nah an der Natur, an einem authentischen, nicht künstlich überfrachteten Ort. Auch uns ist das sehr wichtig. In einem Baum zu sein, ist ein Gefühl, das jeder aus seiner Kindheit kennt. Viele von uns haben Baumhäuser gebaut, als wir klein waren. Deshalb gefällt den Leuten die Vorstellung so sehr, darin zu wohnen. Nun haben die Erwachsenen hier ihre Baumhäuser. Die Erwachsenen und die Kinder. Insgesamt bilden 6 Zimmer mit vielsagenden Namen das Tree Hotel von Kent und Britta. Darunter die Libelle, der blaue Zapfen, der allerdings rot ist, nachdem sich der Architekt umentschied. Oder das unauffällige Vogelnest, das an den Unterschlupf eines riesigen Greifvogels erinnert. Das Design der Zimmer ging um die ganze Welt. Heute sind wir sehr berühmt. Wir sind stolz, dass unser Tree Hotel zu einem Reisegrund geworden ist. Dass unsere Besucher hierher kommen, nur um darin zu wohnen, ist aufregend und sehr schön. Ja, das Tree Hotel ist zu einer starken Marke auf der ganzen Welt geworden. Aber es bleibt ein kleines Hotel mit 6 Zimmern. Der Winter ist die beliebteste Jahreszeit im Tree Hotel. Weit weg vom Trubel der Städte vermittelt die verschneite Landschaft Lapplands ein Gefühl von Unendlichkeit. Kilometer südlich des Polarkreises liegt Berlin. Die Metropole mit 3,5 Millionen Einwohnern pulsiert im Rhythmus einer urbanen und vibrierenden Kunst- und Kulturstadt, in der es sich eher gut leben lässt. Dennoch pflegt Kolja Stegemann, ein bekennender Stadtbewohner mit Hang zur Urbanität, ebenfalls den Traum vom Haus im Baum. Ich lebe auch sehr gerne in einer Großstadt. Ich finde das auch ein tolles Umfeld, das vielfältige Angebot, was man alles machen kann in der Stadt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man irgendwann, das hat auch wahrscheinlich was mit dem Alter zu tun, sich auch ein bisschen nach Ruhe und nach Entschleunigung sehnt. Und da ist natürlich gerade so ein Baumhaus ein wunderbarer Ort, weil er eben diese Nähe zur Stadt hat. Ich bin in 30 Minuten in der Stadt und habe auf der anderen Seite hier meine Natur und meine Entspannung und Erholung. Vor 2 Jahren ließ Kolja im Ortsteil Zehlendorf 2 erstaunliche Baumhäuser bauen. Ich selber nutze die Baumhäuser als einen Rückzugsort. Die Stadt ist sehr lebendig und turbulent und wird es auch jeden Tag mehr und ist natürlich ein Magnet für ganz viele Menschen aus der Welt. Und ich selbst arbeite ja auch in dem Tourismusumfeld und nutze eigentlich die Baumhäuser auch sehr gerne als einen Ort, an dem man sich zurückziehen kann, der eben dann doch nur eine halbe Stunde von der Stadt entfernt ist und man ist raus aus dem Trubel, man ist in der Natur, die Zeit geht etwas langsamer und man hat einfach auch Ruhe und findet auch wieder zu sich. Ursprünglich war Koljas Refugium ein Familienprojekt. Das Ergebnis einer langen Zusammenarbeit mit seinem Großvater, einem ehemaligen Architekturprofessor. Dieser Ort, in dem wir gerade sind, ist eigentlich ein ganz altes Familiengrundstück. Und es gab eine lange Zeit, in der überlegt wurde, was man hier macht. Es gab auch verschiedene Pläne. Und irgendwann bin ich mit meinem Großvater zu dem Ergebnis gekommen, dass wir gerne zusammen hier ein experimentelles Bauprojekt vornehmen würden.
Also wir haben versucht, eine Situation zu schaffen, die es so vielleicht noch nicht gibt und die auch alle natürlich einlädt, mal selber darüber nachzudenken, wie wollen wir wohnen, in welchem Umfeld wollen wir wohnen, wie viel Platz brauchen wir, wie organisieren wir uns selber. Es sind viele Fragestellungen, die damit verbunden sind und diese Baumhäuser sollen ein Stück weit eine Antwort geben, beziehungsweise den Leuten eigentlich den Raum, ihre Antwort selbst zu finden. Die Baumhäuser sind nicht direkt an den Bäumen befestigt, dazu sind sie zu schwer. Sie werden von dicken Pfeilern mit der Wasser- und Stromzufuhr gestützt. Zehlendorf, der Stadtteil, in dem die Häuser stehen, ist einer der grünsten Berlins. Ganz in der Nähe liegen der Grunewald, der größte Stadtwald der Hauptstadt, sowie die Krumme Lanke, einer ihrer zahlreichen Seen. Und so sind wir letztendlich genau auf dieser Schwelle zwischen der Stadt und zwischen der Natur und versuchen beides auf eine Art und Weise zu verbinden. Das heißt, ich habe eben eine Straße, einen Parkplatz vor der Tür, ich habe Nachbarn, ich habe ganz normale Anschlüsse, Strom, Wasser, Abwasser, alles, was man braucht. Ich habe den Einkaufsladen um die Ecke und ich bin mit der U-Bahn und S-Bahn wunderbar mit der Stadt verbunden. Auf der anderen Seite habe ich direkt hinter dem Haus den Wald, einen großen Wald. Ich kann in den See gehen, das ist ein wunderbarer Schwimmsee. Ich kann joggen gehen, ich kann spazieren gehen, ich kann Rad fahren. Ich habe die Natur in der unmittelbaren Nähe. Und diese Verbindung oder diese Symbiose aus diesen beiden Welten auf eine Art ist sozusagen die Idee des Projektes des Urban Treehouse. Auch wenn die Baumhäuser in Zehlendorf die einzigen in Berlin sind, glaubt Kolja Stegemann an ihre Zukunft in den Städten. Ich glaube schon, dass die Idee des Baumhauses und vor allen Dingen auch dieser komfortablen architektonischen Baumhäuser, dass die sehr erfolgreich ist. Und ich glaube, dass es auch mehr und mehr geben wird davon. Also ich sehe schon, dass wir immer wieder neue Projekte haben. Wir haben selber auch viele Anfragen, auch für Leute, die Interesse haben, mit uns zu kooperieren. Insofern glaube ich, dass die Zukunft mit Sicherheit noch viele Baumhäuser in Deutschland und vielleicht sogar auch noch in Berlin mit sich bringt. Unser letzter Halt liegt in der Nähe von Caen, in der schönen normannischen Landschaft um das Dorf Mézidon-Canon. Auch Hervé glaubt an den Erfolg der Baumhäuser und er hat große, oder besser gesagt, hochhängende Träume. Es ist leicht, ein Haus in einem Baum zu bauen, doch es ist sehr kompliziert, es zu einem angenehmen Ort zu machen. Hervé hat sein Baumhaus passenderweise Adler genannt. Dieses Baumhaus liegt sehr hoch. Es erfordert Abenteuerlust, die 22 Meter hinaufzuklettern. Es ist noch immer das höchstgelegene in Frankreich und eignet sich für schwindelfreie Menschen, die gerne etwas komplexere Wege klettern als bei normalen Baumhäusern. Wer zum Adlerhaus gelangen will, muss das Klettern tatsächlich lieben. Auf den 22 Metern zwischen Boden und Plattform müssen nicht weniger als 3 Seilbrücken überquert werden. Schwindelgefühle garantiert. Dazu muss man verliebt und abenteuerlustig sein. Aber dann folgt das totale Glück. Es ist wie auf einer Insel, wo dich so schnell keiner stört. Oder auf einem Schiff, weil es ziemlich klein ist. Hier oben hat man also seine Ruhe. Aber das Zimmer ist eben ganz klein. Wer sich hier in die Haare kriegt, hat verloren. Ich hatte einen tollen, geraden Baum entdeckt, der sich weit oben gabelte. Es gab einen Wettstreit mit einem Freund, der viele Baumhäuser baut. Da ich nicht viele baue, wollte ich zumindest das höchste bauen. Jetzt habe ich eines in 22 Metern Höhe, er nur in 21 Metern. So ein hochgelegenes Baumhaus ist nämlich ziemlich kompliziert. Von dem passenden Baum hängt alles ab. Ein Baum für ein Haus in 22 Metern Höhe braucht eine Astgabel, die sehr hoch ansetzt. Es gibt zwar 40 oder 50 Meter hohe Bäume, aber ein Haus muss eben auf eine Gabel. So ein super hohes Baumhaus ist ein Traum, denn es ist ideal, über den anderen Bäumen zu sitzen und nicht mehr die Stämme anderer Bäume im Blickfeld zu haben, sondern eine fantastische Sicht zu genießen auf das Blätterdach, ein Meer von Bäumen. Grandios.
Heute betreibt RW 5 Baumhäuser. Der Landwirt hat dieses Abenteuer gewagt, um sich ein zweites Standbein zu schaffen. 2008 habe ich mein erstes Baumhaus gebaut, die Cabane Cascade. Wir verdanken sie einem Freund, der meinte, die Leute lieben Baumhäuser, das passt sehr gut zu dir. Dieses Baumhaus haben wir auf gut Glück gebaut, aber es hat sehr gut funktioniert. Hervé lebt auf dem Anwesen des Schlosses von Canon, das schon seinen Vorfahren gehörte. Dessen Fortbestand über die Generation erfordert Anpassungsfähigkeit und eine Vielzahl von Einkommensquellen. Meine Familie lebt hier seit dem späten 16. Jahrhundert. Ich habe den Hof übernommen, ohne zu wissen, was ich damit machen würde. Um Apfel- und Birnenwein zu produzieren, habe ich dann überall Bäume gepflanzt. Hervé ist stolz, diese typisch normannischen Baumarten auf seinem Hof wieder eingeführt zu haben. Seine Obstplantagen werden biologisch bewirtschaftet. Die reifen Früchte werden mit einer Maschine geerntet, die er selbst zusammengebaut hat. Nach und nach habe ich eine ganze Menge Tiere aufgenommen, denn ich habe 60 Hektar Land. Es gibt alle möglichen Tiere, die überall anzutreffen sind. Nie um eine Idee verlegen, schuf Hervé einen Lernbauernhof mit jährlich mehreren tausend Besuchern. Dieses dritte Standbein ist eine harmonische Ergänzung zu den Obstwiesen und den Baumhäusern. Auf dem Hof leben heute mehr als 600 Tiere, vor allem einheimischer Rassen, die Hervé mit seiner Gattin Eloise zur größten Freude ihrer drei Kinder liebevoll versorgt. Alle drei sind da. Bringt mir die Eier. Vorsichtig. Bringt sie mir. Hier, meine Dicken. Die Hofkunden kommen, um sich die Tiere anzusehen und stoßen auf die Baumhäuser. Die Baumhauskunden stoßen auf die Tiere und sind begeistert, denn das ist reizvoller, als im dunklen Wald zu hocken. Es motiviert uns, dass die Kunden, wenn sie wieder gehen, nicht einfach verschwinden, sondern zu uns kommen, um uns zu sagen, das war toll, wir kommen wieder. Tiere zum Anfassen kannten sie nicht. Inzwischen sind unsere Tiere von den Besuchern gezähmt. Die kriegen am Eingang eine Futtertüte. Die Tiere gehen zu den Besuchern und werden so gefüttert. Baumhäuser sind keine Mode, sondern eine neuartige Wohnform. Alle haben mir abgeraten. Das geht vielleicht 2 Jahre gut. Nein, jeder, der einmal in einem Baumhaus geschlafen hat, sagt, dass er es wieder tun würde. In anderen ausgefallenen Behausungen schläft man nur einmal im Leben. Baumhäuser dagegen sind eine eigene Wohnform und keine Mode. Bei den Mesaraks wird das Baumhausvirus von Generation zu Generation weitergegeben. Der Nachwuchs legt schon mal Hand an. Ach so. Normalerweise passt das. Passt es bei dir? Nimm den Stab und zieh ihn hier durch. Moment. Du musst ihn hier durchschieben. Jetzt ist es gut. Ist er durch? Fertig. Kinder klettern von alleine auf Bäume. Wir waren vielleicht etwas freier, denn unsere Eltern ließen uns morgens raus und riefen uns erst mittags wieder zum Essen rein. Wir waren also die ganze Zeit mit unseren Freunden in den Wäldern und bauten Häuser. Heute passen wir ein bisschen mehr auf unsere Kinder auf und leiten sie beim Bau von Baumhäusern an. Wir helfen ihnen dabei, damit sie Routine darin bekommen. Im Grunde konnte Hervé dank der Baumhäuser sein Erbe und eine Lebensweise ganz nah an der Natur bewahren. Ich konnte den Hof neu beleben, genau wie das Schloss. Denn die Hofbesucher besichtigen auch das Schloss und so sind alle zufrieden.
Ich konnte hier wohnen bleiben, wo ich geboren wurde, auf dem Land meiner Vorfahren. Das ist doch schon was. La terre de mes ancêtres, donc ça change tout.